Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play GTA 5. Ja, die letzte Folge war doch kräftig aufregend. Der Überfall auf die Chemiefabrik, das Nervengas geklaut. Ja, dann kann das ja heute nur gut weitergehen. Ich weiß, wir haben so viele Missionen hier noch mit dem ganzen Fragezeichen. Die machen wir aber noch nicht. Wir spielen nur rein Story. Habe ich irgendwie Bock, mehr oder weniger Bock drauf. Ja, manche gehören dazu, aber ich habe es irgendwie nicht Bock drauf. Ich will halt mein Ding. Gut, so, denn ihr habt natürlich mega Bock drauf. Mach. Ansonsten, ja. Gut, die nächste Mission, die jetzt ansteht, ist gleich die mit dem Trevor. Mal gucken, welche das sein wird. Es wird jetzt Step by Step heißer. Richtung Ende dieses Let's Plays. Deswegen gibt einiges noch zu tun. Die Frage ist, was wird jetzt als nächstes passieren? Jetzt weiß ich es tatsächlich auch nicht gerade. Das sehe ich gleich, wenn die Mission startet. Beziehungsweise wenn die Mission wird. Dann weiß ich, ja, die Mission ist es. Es gibt auf jeden Fall noch zwei richtig, richtig coole. Was haben wir hier? Oh, oh Scheiße. Wir müssen es beeilen. Ich kenne die Mission. Ich weiß nicht, wie die laufen. Ganz einfach. Wo ist das mit dem? So, den haben wir geholt. Thank you so much. I thought I was done for there. Und ich dachte, der hilft uns. Da gibt es jetzt irgendwie noch Geld oder so. Nur, wir haben einfach nur gerettet. Das sind diese Zufallsereignisse, die wollten wir auf jeden Fall, das wollte ich euch kurz noch eben zeigen. Dann geht es nämlich jetzt weiter zu Trevor. Gut, dass die Feuerwehr schon unterwegs ist. So. Mehr oder weniger. Ich bin mega gespannt. Also es gibt auf jeden Fall noch so zwei, drei coole Missionen, die auf jeden Fall noch kommen. Das weiß ich auch. Nur ich weiß nicht, ob die jetzt schon kommen. Das wäre zu krass, wenn die schon jetzt kommen würden. Weil da sind wir schon bald durch. Da können wir tatsächlich sogar heute durchziehen, das Let's Play. Aber gucken wir mal. Ah, wait. That's a funny way to greet your cousin. You ain't my G-damn cousin, Trevor. I thought we was family. But please, just go and ruin somebody else's home furnishings. Feierabend heißt die Mission. No one, my sweet. Hey, by any chance, did you catch crabs at that conference? What? I heard that those conferences are regular little fuckfest, huh? Guy, come in. I'd like you to leave right now. Oh, yeah. Some serious corporate gangbanging going on, right? Yeah, with every executive and director of communications from here to Bangalore taking it left, right, and center in the name of team training, right? I mean, now that's what Floyd told me yesterday. Was staring at my my penis. I want you to leave now! Look, this is all I've got, all right? I had a tough upbringing. My daddy was not nice to me, okay? And look, Deborah, I love you, and I love you too, Floyd. Why can't we all just be together, huh? You can have Mondays through Thursdays, you can have the weekends, all right? I know that's not normal, but in this crazy, crazy world, is normal so good, huh? Look, Deborah, Floyd, will you marry me? Get out of my condo! And you go too, Floyd! I told you, I've got a career! I don't need this crap! Yes! There.
You made me swear. You're crap, Floyd. Crap! You're not a man at all. Bob's right about you. Oh, who's Bob? I want both of you to go now. You and your weird friend. Whoa! Hey! My name is Trevor, sweetheart. I could give a fuck what your fucking name is! I'm not afraid to use this. I'm not. Bob taught me. Fuck Bob! You people are not very fucking nice! Oh, hey there, Trevor. Hey there, Wade. Did you meet Gebra? Interesting lady. I should probably go say hi. I wouldn't. Why not? Let's go get in the car, all right? Let's go have the time of our lives. I know just the place. Oh. Entschuldigung, ich habe gar nicht mitbekommen, was passiert ist. Hat er die jetzt einfach erschossen, die Alte? I could run in and get Floyd and Gebra. I know she seems kind of uptight, but she can have fun. Sorry, ich muss gerade mal da hoch. Ich will wissen, was da passiert ist. Sorry, ich war einfach komplett gerade abwesend. Super leid. Ich hoffe, dass ich an die Wohnung nochmal komme. Nee. Verdammt. Hau ab von mir. Oder hat er den Floyd einfach erschossen? No, I don't think she can, Wade. Naja. Just Floyd again? Floyd's gonna meet us there. Floyd's trip. Exactly. Oh, Trevor, maybe you got all over yourself. You're all red. Ich hatte kurz eben eine Nachricht bekommen, deswegen habe ich die beantwortet. Deswegen war ich gerade komplett außerhalb des, dieser Zielcut. Ja, Cutscene. We sure have, but it don't taste like syrup. Can you give me some warning next time? But it don't taste like syrup. Don't taste me, all right? Just no licking. Okay. Hey, sure, ich brauch das Auto. Raus. Ich will die Karre haben. Ah, du Arsch, ja? Ja, der haut auch noch mit drauf. Komm. Sure. Du Arsch, Alter. I was on the way to the gathering with Gacy Bell and Kush Tronic and... And you stopped in Sandy Shores. You stopped in Sandy Shores to get lit and you met a dealer and he looked after you when your friends had abandoned you. That was weird, weren't it? The last time I saw them, they was with you, driving out to the quarry, and then they just disappeared. Poof! Right? I mean, they were gone. Some friends, right? And now Cousin Gebra don't want you around? I mean, there's a pattern here. The Congo did get messy. The pattern is, you can't rely on anyone. Anyone, except me. So. This is it. Was haben wir hier? Okay, wir sollten in den Stripclub. This is where Floyd is gonna meet us, the strip club? Oh yeah. That guy like him. He's a real homebody. He loves that apartment. Interestingly, you and me, we got a new home. Where? Here. Right here. Here? Here. Now, I know it's unconventional, but that's the way we roll, homie. Hey, you two. You two, I want you to give this boy a good time for a long time. Hey, gorgeous, gorgeous, gorgeous. Tell me where the manager is for this fine establishment. Through there and take two doors to the right. Mm-hmm. Through there. To the right. Thank you. Vor allen Dingen so.
meet your new partner. Okay. Eike, was macht der jetzt hier? Hey, Lester. Hey, Trevor just called about the big one, the UD. You know anything? Yeah, I told him we could hit it. You down? Of course I'm down. Look, I'll get my research together and meet you at Trevor's. He's taking over the Vanilla Unicorn Gentlemen's Club. All right, message Franklin. Ach, Trevor hat sich jetzt den Laden da gekrallt, oder was? Bestanden Fa- Das war's? Das war's? Beziehungsweise... Gut, dann, gut. Ich will eigentlich noch nicht den ganzen Part jetzt schon beenden. Das wäre viel zu früh, das wird dann wenigstens 10 Minuten oder so. Oder warte mal, sorry, jetzt der Hauptmission geschafft. Ich will gerade mal, wenn wir Michael noch mal eine schnelle Nebenmission machen. Das wäre eine interessante Nebenmission. Warte mal. Hab ich noch irgendwo eine? Da ist noch eine irgendwo. Warte mal. Ich guck gerade, ob das die irgendwelche das ist. Also ich will die auch schon irgendwie machen. Aber wir machen, wisst ihr was, wir machen die für mich eigentlich unangenehmste. Ich mag die eigentlich überhaupt nicht, aber wir machen sie. So, dann gucken, ob wir sie jetzt hinkriegen in einem Rutsch. Wie auch soll... Ich vermute jetzt, welche das ist. Ja, ich glaube, wir machen die für den Feed doch. Die gehören irgendwie auch zur Story mit dazu, deswegen... Ich habe es jetzt lang ein bisschen aufgeschoben. Ich mag die Mission eigentlich überhaupt nicht. Ich habe sie privat... Oh, bei mir. Privat schon ein paar Mal gespielt, aber noch nie wirklich... Nicht, noch nicht im Let's Play. Ich hoffe, dass wir sie hinkriegen. Bisher kommen wir eigentlich bei einigen, bei vielen Missionen tatsächlich im Let's Play auch sehr gut durch. Moment, da waren... Ist was? Okay. Verdammt. Ja, wir können es leisten, aber wo ist unser Auto jetzt? Das ist natürlich nicht da, ne? Ja, gib mir dein Auto. Ich hätte gerne deine Karre. Keep coolio, baby. It's just a car. So, aber Gott sei Dank können wir sie hin. Ich hoffe, dass wir sie hinkriegen. Was geht mit dir ab? Excuse me, sir. Can I talk to you for a second? The fuck are you talking about? I am talking about a hotline straight to heaven. That this state makes illegal. Yeah, this is what I'm talking about. I don't give a fuck about reform. They rigged the vote. I saw the ballots. It's a lie. It's democracy at work, amigo. Democracy can suck my fatty. Democracy only works when it lets intelligent people do what they want. This is tyranny by morons. Yeah, well, I got things to take care of in a little place called reality. You want a drag? Nah, I'm not a drug guy. This isn't bushweed. This is mana. And I grow it myself. No paranoia, no weirdness. A passport to nirvana.
Give me that. Yeah, here, you hardly feel it. Yeah, I smoke all day and I'm fine. It's a pure, mellow high. Ja, erstmal Jolly anmachen, ne? But I do get concerned about the monsters. Yeah. I mean, I'm sure they're nothing serious, but I never let them get too near. Oh, the fuck! Das kennen wir doch schon mit diesem. Hell, jetzt wegballern, ne? Ich hab mich auch gerade. Ich kenne, hatte eine andere Mission im Kopf, die genauso ähnlich ist. Sorry, ich muss mich gerade ein bisschen konzentrieren. Ich weiß, das ist... Eieiei. Ja, wir haben es geschafft. And after that, you see, the liquor companies push for continued prohibition, which is complete insanity. So I take it I can count on your support. The fuck just happened? What are you talking about? We discuss globalization, the state. Stay the fuck away from me. What? But it's a good cause. Haben es geschafft. So, gut, dann haben wir den Part auch erledigt. Da sehen wir uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play GTA 5. Ja, das war mal eben, ne, krank. Gut, bis zum nächsten Part. Tschüss bei Let's Play GTA 5.